Daily Rap, Good People, Elements hier am Start. Ich habe hier der Julia ein bisschen unter die Arme gegriffen und ein bisschen bei Graffiti Box mitgefilmt, auch teilweise Interviews geführt und so. Und hat sehr viel Spaß gemacht auf der Graffiti Box Jam, echt ein geiler Tag gewesen, 16 Stunden. Party, Hip-Hop, Breakdance, Rap, Graffiti, DJ Actions, war richtig geil. Viele coole Leute getroffen, ein paar Drinks genommen und so, war echt ein geiler Tag. Und ich habe den Tag genutzt, habe einen Beat davor gemacht am Freitag, Samstag war die Party so. Dann habe ich einen Beat gemacht und den mitgenommen und einfach ein paar Rappern auf die Ohren gegeben, auf den Jam und einen kleinen Rekorder von jedem 4 Bars aufgenommen. Einfach als kleines Experiment, weil man muss ja immer, wenn man Features macht, extrem lange warten und es nervt und man alle labern rum, ja, ja, morgen machen wir Track und so, und 2 Jahre später ist immer noch nichts passiert. Und so war das einfach so, Mikrofon an, los geht's, 2 Minuten später ist das Ding fertig und ja, das könnt ihr euch hier exklusiv auf Daily Rap anhören. Ich habe Leute drauf wie, was ich, Hero, Damian Davis, David P. von Main Concept ist drauf, Chef Cat, Amavu, ganz viele Leute so, checkt einfach aus, guckt, wen ihr kennt, wen ihr euch anhört so. Und ja, ich habe halt den Beat gemacht und hoffe, es gefällt euch, ich habe auch was drauf gerappt. Keine Ahnung, wer es noch nicht kennt, das war mein letztes Album, was ich rausgebracht habe, mit 29 Sprachen drauf. Ich habe die ganzen Beats gebaut und habe mir dann 76 Leute aus der ganzen Welt gesucht, die darauf rappen und singen. Einfach um zu zeigen, ja, Hip-Hop ist jetzt ein großes, globales Unternehmen, ja, Unterfangen, eine riesige Bewegung. Ja. Und da habe ich Leute drauf wie Yara Bravo, Akani, Louis Logic, Noah 23, Jim Danloop hat Pakis gespielt. Ziemlich viele Leute, kann man sich auf www.worldwide-rap.com einfach anhören. Das ist mein erstes Album, zweites Album kommt jetzt bald, ist fast fertig. Ich warte eigentlich auch nur noch auf Features, ja. Deswegen habe ich ja auch diesen Track hier gemacht, weil es einfach schneller geht. Was ich zum Beispiel mit Northlift oder so mit drauf sein. Gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Track und auch mit den ganzen anderen Daily Rap Geschichten. Ich kann diese Plattform nur gutheißen, das ist echt eine coole Sache. Die Grüße, Peace, Elements.